Phobos. Die Satelliten für Operation Video gestern. Dankeschön. An Admiral Versio geliefert. Die nächste Freut mich, dass es gefallen hat. So wichtig. Inferno hat Zugriffsfreigabe für ein Geheimobservatorium des Imperators auf dem Planeten Pilio. Es enthält gefährliche Artefakte, die der Feind nicht bekommen darf. Das Observatorium wird von einer Mantelverteidigung geschützt. Miko, Sie haben die nötige technische Expertise. Rüsten Sie eine Expedition aus. Finden und zerstören Sie das Observatorium. Ich glaube, die Mission machen wir noch. Gucken, wie lange dauert. Dann ist ja gleich auch schon wieder 15 Uhr. Aber ich glaube, die kriegen wir noch hin. Wo wir gerade beim Video waren, ne? Freunde, wer es noch nicht gesehen hat, einmal auf YouTube vorbeischauen. Ein Fluch der Karibik-Quiz ist gestern online gegangen. Anschauen, mitraten. Wenn das Imperium hier ist, ah, der Luke! Dann war mein Gefühl wohl richtig. Dieser Planet muss etwas ganz... Ja, Luke, was machst du denn da? Du bleibst hier, R2. Ihre Scanner haben uns bestimmt... Der Luke! Hä? Alles klar. Ich würde sagen, ist ein Bug. Du bleibst hier, okay? Das ist ein Bug. Was ist das denn? Hallo, ich möchte wieder nach oben. Hallo. Das Imperium wird uns suchen. Alles klar. Das ist auf jeden Fall so geplant. Wir sollen nicht Luke spielen, deswegen stürzen wir gerade ab. 3000 Meter bis zum Ziel. Was ist das? Hey, ich fall nicht durch den Boden. Geil. Schon okay. Das habe ich doch gerade. Moment. Nee, okay. Der Regen ist nicht so stark. R2, du bleibst hier, okay? Ren, 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 ren. Boah, der kann aber rumspringen. Das Imperium wird uns suchen. Ich muss wissen, warum ich hier bin. Ja, weil du da hingeflogen bist, Luke. Deshalb bist du da. Wo diese Fragen? Das ist so gemacht, wir haben am Anfang ein bisschen gequatscht und so gegen 13 Uhr oder kurz vor 13 Uhr haben wir dann mit Star Wars hier angefangen. Ah! Ja, und ich werde es benutzen. Kann ich das auch abwehren? Oh, das ist aber Gewitter hier gerade. Wahrscheinlich muss ich die... Boah, jetzt springe ich da runter, Alter. So. Also Gewitter ist da, aber ich höre den Regen noch nicht prasseln. Ach, der wehrt automatisch ab, alles klar. Also ich muss nicht irgendwie auf Timing. Das ist ja bei Fallen Order oder so. Ach so, ich kann sogar einfahren. Gott, ja. Okay, jetzt kommt der Regen. Boah, der hat auf mich geschossen. Bam! Tada! Was? Der kann auch fliegen! So geht das.
Der kleine Luki. Und da kommt die Verstärkung. Oh. Deckung! Absolut ruhig. Bitte. Aber ich spreche jetzt nicht rückwärts aus, weil das kann ich jetzt nicht. Ha! Ich bin in der Luft erwischt. Ah, was bist du mit deinem Hutgestapel, Alter? Da. Noch einer. Wo kommt ihr denn alle her? Ich bin nett. Mir ist er richtig hell. Du heißt er nicht mehr. Jetzt spring doch! Springen! Oh, jetzt passt es aber ordentlich. Was? Alter! Ding! Okay, jetzt ist Regen auf jeden Fall da. Set, heißt da. Set. Hä? Ich soll hier irgendwas eliminieren, aber hier ist nichts. Boah, hört ihr das? Hört ihr das prasseln? Hey! Rückzug ist keine Option! So wollte ich das nicht. Hört man das prasseln? Hilo! Ja. Boah, nee, ich spreche jetzt nicht rückwärts aus. Etwas unnatürlich. Diese Machtfähigkeit habe ich nicht. Hat mich das gerufen? Vielleicht war es doch mehr. Boah, Alter, jetzt geht aber richtig die Luzi ab, ey. Aber dann kühlt sich wenigstens vielleicht mal alles ab. Wahrscheinlich, guck mal, wo wir jetzt Luke spielen, vielleicht... Ich bin wohl nicht der Einzige, der vielleicht bekehrt der jetzt dann quasi diesen, diese Rebellen, die, nicht diese Rebellen, diese Imperialistin. Hallo, ich habe ein Lichtschwert, guck mal. Jetzt, Leute, ist aber auch gut mit den Rückwärtsschreiben, ey. Hallo! Hallo, kann ich jemand hören? Gleich kommt der Luki. Wer sind Sie? Ich habe Sie gerufen gehört. Ich klang, als würden Sie Hilfe brauchen. Ja, das stimmt. Könnten Sie mich wohl hier rausholen? Jetzt hilft dir doch nicht wohl ein Imperialen, Alter. Halten Sie still. Ich bin Gefahr. Danach bedrohe ich Sie auch mit einer Waffe. Ich weiß, wer Sie sind. Warum helfen Sie mir? Weil Sie gefragt haben. Nein, das wird nicht bringen. Aber das hier. Warten Sie. Was Sie, ich glaube, ich weiß, was da war, aber möchte ich jetzt nicht so als außenstehende Person hier sagen.
Obwohl, wo du gerade Erik sagst, muss ich auch noch auf WhatsApp schreiben, ey. Den muss ich auch noch schreiben. Ich kenne 100 Geschichten über die Jedi. Als Junge auf Coruscant fand ich sie unheimlich, aber sie... Kommen Sie. Wie gesagt, Maki spricht da ja auch nicht gerne so gerne drüber. Sie suchen also etwas. Ich auch. So, es gibt Essen. Ja, anscheinend hat die Macht uns zusammengeführt. Wenn das Film gleich zu Ende ist, dann werde ich mal auswählen. Quasi Frühstück. Klar. Die Macht. Haben Sie damit meine Männer erledigt oder war es Ihnen nicht schlecht? Kennst du Lars? Lars ist dir schmecke. Meinst du den Lars? Also, warum lebe ich dann noch? Die ließen mir keine Wahl. Sie schon. Noch mehr Käfer! Geben wir uns gegenseitig Deckung, okay? Ja, ich habe wohl keine Wahl, oder? Ha! Also, wird Luke hier spielen? Ah, warte mal, sind das nicht diese Bass-Druiden? Ne, das sind keine Druiden. Okay, wollte schon wieder sagen, alles klar. Luis erst denken, dann reden. Die sahen echt so aus dem Auge aus. Der Bernstein, er ist wie Durastahl. Das Zeug wird fast sofort hart. Und zerspringt auch bei Kontakt. Es ist hier. Wir nähern uns dem Observatorium des Imperators. Darum sind sie also hier. Keine Sorge. Ich will es zerstören. Was? Warum will er es zerstören? Ist der etwa schon übergelaufen? Moment. Das Observatorium ist geschützt. Wenn ich die Verteidigung nicht entschärfe, explodiert die ganze Höhle und begräbt uns. Mist! Es steckt in dem Bernstein. Ich lege das Terminal frei. So etwa? Pam. Besser. Dass wir jetzt auch noch Luke spielen. Ah, guck mal an, ey. Verteidigungssystem aktiviert. Jetzt tickt die Uhr wirklich. Ja, dann deaktiviere es doch. Ihr Verteidigungssystem stört die Biosphäre. Ich glaube, wir wecken die Käfer auf. Ich halte sie auf. Machen Sie weiter. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Einfach sehe ich gerade glücklich aus. Wie ist es bei dir eigentlich mit dem Weil ich dafür erstmal noch Affiliate melden muss. Und das, darum habe ich mich immer noch nicht gekümmert. Leider Gottes. Aber sobald es getan ist, gibt es auch dann bei mir Kanalfunktion. Hilfe! Ich hab, wie gesagt, schon alles so erreicht oder die Voraussetzungen erfüllt, aber ich muss immer noch steuerrechnen. Jetzt bring doch die Verteidigungsanlage mal da zum Kacken, ey. Ist leider auch los. Ja, kein Problem. Schönen Tag wünsche ich euch noch, was auch immer ihr macht. Das war's. Viel Spaß. Ja, es geht ja eh nicht mehr so lange. Vielleicht noch knapp 10 Minuten oder bis die Mission jetzt endet. Sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich sehe keine weiteren Terminals. Die Terminals müssen in Bernstein stecken. Jetzt gerade freigelegt, Digga. Los geht's.
Wir haben vier. Jetzt muss ich den wieder verteidigen, oder was? Zerstören Sie die Säulen und finden Sie sie. Schnell! Kaum zu glauben, aber ich bin froh, dass Sie da sind. Alleine hätte ich es nicht geschafft. Wir haben wohl beide Glück. Wie viele Viecher kommen denn da raus, ey? Alter! Jetzt tipp doch da schneller die Sachen mal ein, ey. Kann doch nicht sein. Das ist nicht so ein Hacker. Ja, dann beeil dich doch. Liegt doch nicht an mir. Hau mal Rinder. Nicht lange schnacken, komm in Nacken. Ja, sind immer die anderen schuld, ey. Was auch hinter den Türen ist. Die Käfer mögen es nicht. Da ist kein Schloss an dem Ding. Wie soll ich da bloß reinkommen? Mit dem Schlüssel. Warum hat der Imperator einen Bunker, der sich nur mit der Macht öffnen lässt? Sagen Sie es mir. Der Mann, der den Jedi-Orden vernichtet hat, war insgeheim einer von Ihnen? Ich meine, Sie haben sich als Junge auf Coruscant vor den falschen Dingen gefürchtet. Mhm. Hier ist nichts Gefährliches drin. Der Imperator beschützt. Schrott. Das ist alles wertlos. Nein, nicht alles. Was ist denn der Tee? Was ist das? Ist das eine Sternkarte? Ich möchte diesen Kompass behalten, wenn ich darf. Ich muss diesen Ort zerstören. Warum sollte ich Ihnen das erlauben? Weil ich gefragt habe. Nein, ansonsten bist du weg. Danke. Ich hindere Sie nicht an Ihrer Mission. Aber hat das Imperium nicht schon genug Unschuldigen geschadet? Gut, dass wir uns getroffen haben, Dell. Und was passiert jetzt? Wir beide gehen getrennte Wege und tun so, als wäre das alles nie passiert? Das können Sie nicht, Dell. Es tobt noch ein Konflikt in Ihnen. Natürlich tobt da ein Konflikt. Ich bin nicht blind. Ich weiß, wozu das Imperium fähig ist, aber was bleibt mir sonst? Eine Wahl. Die Rebellion? Nein. Die Wahl, besser zu sein. Möge die Macht mit Ihnen sein. Das geht da einfach?